Ja, jetzt wie versprochen, das Danach-Video. Nach dem Umbau haben wir noch ein paar kleine Sachen dazu gebaut oder zubauen lassen. Finde ich sehr schön hier die Tankanzeige. Ich bin fast leer. Der Tankdeckel dazu, Totenkopf und hier auch Servicedeckel. Und der anderen Seite hier dementsprechend noch so ein paar kleine Gimmicks für den Luftfilter. So, und das ist er nun. Jekyll and Hyde. Sieht genial aus, finde ich. Man kann das Rad jetzt im vollen Umfang sehen. Sonst ist die Linie beibehalten vom Original. So, jetzt hören wir uns das Ganze mal an. Es gibt noch zwei verschiedene Modi, einmal Klappen halb auf und voll auf. Das ist hier der kleine Schalter dafür, halb auf, zweimal drücken, kurz hintereinander. Das Ganze voll auf. Vorweg sagen, damit auf der Straße fahren, absolut genial. Und wie gesagt, man hat den Schleichmodus fürs Dorf. Und für die Stadtfahrt sagt man, na gut, nicht ganz so laut. Also der kann ich jedem empfehlen. Jetzt ist es wirklich eine Harley, so wie man sich das vorstellt. Alles klar, ihr wisst Bescheid, vielleicht bis irgendwann.